So, hallo alle zusammen. Heute geht es weiter mit Lego Shima. Und da habe ich hier das Set mit der Nummer 70014, der Croc Temple. Das Set ist 2013 neu erschienen. Es kostete damals knapp 70 Euro und besteht aus 647 Teilen. Darunter sind dann 5 Minifiguren, die sieht man hier unten schon mal. Und hier auf der Rückseite sieht man auch die ganzen Funktionen, die der Tempel dann zu bieten hat. Und da gibt es auf jeden Fall einige davon und auch sehr coole. Die schauen wir uns natürlich gleich mal am aufgebauten Set an. Und ihr seht ja schon, der Karton ist hier an der Seite schon auf. Ich habe das Set mal vor einiger Zeit gebraucht gekauft, deswegen wird es halt heute kein Unboxing geben. Aber dafür können wir uns das aufgebaute Set jetzt gleich mal anschauen. So, okay, und hier haben wir dann schon das aufgebaute Set. Wir haben halt rechts einmal den echt cool aussehenden Croc Temple. Dazu gibt es hier hinten noch so ein kleines Sumpfboot von Lennox und eben noch die 5 Minifiguren. Und die schauen wir uns heute auch wieder als erstes an. Und da starten wir hier gleich mal mit Crominus. Er ist der König der Krokodile und gleichzeitig auch Craggers Vater. Cragger ist ja auch noch in dem Set mit dabei, den schauen wir uns gleich mal an. Crominus hier ist einmal ausgerüstet mit einem blauen Chi-Kristall und zudem hat er in der anderen Hand noch einen goldenen Stab mit einer roten Spitze hier oben mit so einem roten Edelstein und noch einer grünen Ranke hier hinten. Zudem trägt er hier noch eine goldene Rüstung, auch mit so einem hellblauen, transparenten Stein hier vorne drauf. Und noch einem roten, zerfransten Umhang, den kann ich euch mal von allen Seiten zeigen. Der sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und zudem hat er oben auf dem Kopf eben einmal dieses zusätzliche Teil, das ja bei den Shima-Figuren mit dabei ist. Hier halt in Form von einem Krokodilkopf mit dem Maul hier vorne. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Und auch noch einer angedeuteten goldenen Krone. Also auf jeden Fall ein cooles Zubehörteil. Das ist dann, wie gesagt, ein separates Teil, das einfach auf den Minifigurenkopf draufgesteckt worden ist. So sieht es dann mal aus, wenn man das halt abgenommen hat. Und so sieht Crominus dann noch aus, ohne sein ganzes Zubehör. Er trägt halt so ein rotes Gewand mit hier auch so einem blauen Stein, das hier an der Kette hängt, um den Hals. Hier unten sieht man auch noch so ein paar Knochen an den Beinen. Zudem sieht man hier jetzt noch den normalen Minifigurenkopf. Hier hat er halt mal so eine Bedruckung bekommen, die eigentlich auch ganz cool aussieht. Aber natürlich mit dem extra Teil auf dem Kopf sieht es nochmal besser aus, weil man da halt vorne dann den Krokodil oder das Krokodilmaul hat. Und so sieht die Figur dann auch von hinten aus. Also die Figur hat auch einen zweiten Gesichtsausdruck. Und zudem sieht man hier die Rückenbedruckung. Hier ist auch nochmal ja, so ein aufgerissenes Krokodilmaul. Die nächsten beiden Minifiguren wären links einmal Cragger und rechts haben wir den Krug. Cragger ist ja wie gesagt der Sohn dann von Crominus. Er ist hier ausgerüstet mit einem ziemlich coolen Schwert. Das besteht dann aus 4 Teilen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Krug. Er ist der Schmied von den Krokodilen und er ist halt ein Experte darin, Waffen herzustellen mit den Materialien, die sie halt im Sumpf finden. Er hat jetzt hier einmal eine Axt in der Hand mit einem Holzgriff und hier in der anderen Hand hat er noch so eine Art Schusswaffe. Cragger ist dann genauso wie sein Vater einmal ausgerüstet mit so einem goldenen Brustpanzer hier oben und zudem trägt er auch diesen zerfledderten roten Umhang, den zeige ich euch nochmal kurz von allen Seiten. Zudem sieht man hier jetzt auch nochmal die Kopfteile, die sehen ziemlich cool aus. Hier Krug, der ist ja komplett in Braun gehalten, sein Kopfteil sieht auch ziemlich gut aus hier unten mit diesen metallischen Andeutungen und bei Cragger sieht man zum Beispiel schon hier eine Narbe über dem rechten Auge. Also von uns aus gesehen halt das rechte Auge, von ihm ist es ja dann das linke Auge. Zudem sieht man jetzt hier noch die Bedruckungen der beiden Figuren und ich muss sagen, die Shima-Figuren sehen einfach klasse aus. Sie haben tolle Bedruckungen auf Torso und den Beinen bekommen und auch die Gesichtsbedruckungen sehen eigentlich ziemlich gut aus, wobei man die natürlich unter diesem Extra-Teil dann gar nicht sieht. Ja, und so sehen die Figuren dann noch von hinten aus. Sie haben auch tolle Rückenbedruckungen bekommen und beide Figuren haben auch noch zweite Gesichter. Gut, und dann haben wir hier jetzt noch die beiden Löwen, Lennox und Leonidas. Lennox ist einmal ausgerüstet hier mit so einem Art Greifhaken-Shooter und Leonidas auf der anderen Seite, der hat auch ein Schwert in der Hand. Zudem haben sie hier eben ihre Löwenköpfe mit der Mähne. Leonidas hier hat ja so eine orangene Frisur und bei Lennox, da ist sie dann braun. Zudem trägt er auch noch eine Rüstung auf seinem Torso.
Und so sehen die beiden Figuren dann mal ohne ihr Zubehör aus und die ähneln sich schon sehr von der Bedruckung her. Also die Beinbedruckung ist auch bei beiden Figuren komplett gleich. Sie unterscheiden sich dann nur leicht beim Oberkörper. Also bei Leonidas zum Beispiel, der hat nur einen Gurt hier über seinem Oberkörper. Und bei Lennox, da geht halt hier unten auch noch ein Gurt ab. Zudem sieht man hier dann schon mal die ersten Gesichter. Und wenn wir uns die Figuren nochmal kurz von hinten anschauen, dann sieht man hier auch Unterschiede bei der Rückenbedruckung. Also wie gesagt, bei Lennox geht ja hier unten dann noch ein Gurt weg und Leonidas, der hat halt bloß ein Gurt über seinem Oberkörper und zudem sieht man hier dann auch noch die zweiten Gesichter. Gut, das waren also mal die fünf Minifiguren, die in dem Set mit dabei sind. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal hier das Sumpfboot an. Das hat eine Länge von ungefähr 10 cm, dazu noch eine Höhe von ungefähr 5 cm und es ist ungefähr 6 cm breit. Hier vorne an dem Boot wurden dann zwei so weiße Zähne oder zwei so weiße Stacheln angebracht und rechts und links ist das Boot dann noch mit zwei Shootern bewaffnet. Das sind hier zwei Schnippshooter mit blauer Munition und ausgelöst werden die, indem man einfach hier hinten gegen diese Technikachsen drückt. Hier hinten an dem Boot hat man dann noch den Antrieb, also diesen Propeller hier, der lässt sich dann auch drehen. Und in dem Boot ist dann natürlich auch noch genug Platz für eine Minifigur, da kann man den Lennox reinsetzen oder reinstellen und steuern kann er das Boot dann über diese beiden Hebel hier vorne. Und so sieht es dann mal aus, wenn er hier drin sitzt. Gut, und damit kommen wir jetzt zum Croc Temple an sich. Das Modell ist ungefähr 35 cm breit, dazu noch ungefähr 21 cm hoch und nach hinten in die Tiefe, da geht es ungefähr 19 cm. Und jetzt schauen wir uns das Modell auch mal ein bisschen genauer an. Von vorne sieht das Modell schon richtig gut aus, muss ich sagen. Hier in der Mitte hat man halt den großen Krokodilschädel. Da gibt es auch noch eine Funktion, die zeige ich euch dann später noch. Dann sieht man hier auch überall die spitzen weißen Zähne. Und das ist eben dann der Eingang in den Tempel. Hier rechts und links hat man dann auch noch ein paar Fackeln. Und an den Seiten hier links und rechts, das sieht so ein bisschen aus wie die Füße von einem Krokodil. Da sehen wir hier die linke Seite mal ein bisschen genauer. Ich finde es auch recht passend. Also in der Mitte halt den Krokodilkopf und hier an den Seiten dann die Füße des Krokodils. Und hier hat man jetzt noch ein Versteck. Man kann nämlich dieses Teil hier nach oben klappen. Hier auf der anderen Seite, da geht das natürlich genauso. In den Verstecken ist jetzt aber noch nichts drin. Man kann aber, wenn man möchte, hier die G-Waffen drin verstecken. Also zum Beispiel hier diese Axt. Die legt man einfach hier rein. Und schließt die Klappe wieder. Die Fassade des Tempels wurde dann auch schön verziert. Es waren einige Aufkleber in dem Set mit dabei. Zum Beispiel hier oben haben wir so ein paar Ranken, genauso wie hier unten. Und zudem hat man hier an der Seite eben noch einen Baum. Also man merkt schon, dass man hier im Sumpf ist. Die Farben passen halt auch richtig gut dazu. Auch auf der anderen Seite hat man hier oben nochmal einen Aufkleber, zudem ist hier noch ein bisschen Grünzeugs und halt viele Steine. Zudem sieht man hier oben auch nochmal so ein kleines Blatt in Olivgrün. Also von den Farben sieht das wirklich gut aus. Auch hier oben der große Krokodilkopf, der ist halt in verschiedenen Grüntönen gehalten. Wir sehen auch hier die roten Augen an den Seiten und hier auf der Nase oder auf der Schnauze, da sind auch noch einige Aufkleber angebracht worden. Und auch im Eingangsbereich, also hier im Maul des Krokodils, wurden noch zwei Aufkleber angebracht. Einmal hier hinten dieser große mit einer Holzmaserung und hier vorne, da hat man noch einen kleinen mit einem roten X drauf. Und ich habe euch vorhin ja schon gesagt, hier gibt es noch eine Funktion. Dafür müssen wir uns das Modell mal kurz von hinten anschauen. Hier gibt es nämlich diesen roten Hebel, den kann man nach hinten hinwegziehen. Und vielleicht habt ihr schon gehört oder gesehen, dann passiert Folgendes. Dafür schauen wir uns das Modell nochmal kurz von vorne an. Also wenn man da dran zieht, dann schließt sich vorne das Maul. Und man kann ja sagen, wenn man zum Beispiel hier auf das rote X drauf tritt, dann schließt sich eben das Maul.
das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Funktion, wie ich finde. Es gibt aber noch weitere Funktionen hier an dem Modell. Und zwar hat man hier einen Vierfach-Shooter auf diesem einen Turm. Das ist auch eine ganz coole Funktion. Ausgelöst wird es, indem man diesen Trigger hier oder diesen Hebel nach hinten zieht. Und dann kann man die einzelnen Projektile vorne abfeuern. Und das ist auf jeden Fall auch eine ganz coole Funktion. Man kann das Geschütz zwar nicht verstellen, also man kann es nicht zu den Seiten bewegen und auch nicht nach oben und unten ausrichten, aber der Mechanismus, den finde ich halt ziemlich gut und der funktioniert auch super. Auf der anderen Seite haben wir hier dann einmal eine Hängezelle, die kann man dann auch öffnen und da kann man dann eine Minifigur einsperren. Dann nehmen wir hier einfach mal den Leonidas. Jetzt können wir das Ganze hier vorne auch wieder schließen. Und diese Gefängniszelle oder diese Hängezelle, die hängt ja hier an diesem Kran dran. Den Kran kann man dann auch bewegen. Also den kann man nach rechts und links drehen. Und zudem kann man die Zelle dann auch nach oben und unten lassen. Hier oben in der Mitte des Tempels haben wir dann hier vorne einmal so ein kleines Geländer und im Hintergrund, da haben wir noch zwei Fahnen. Und jetzt schauen wir uns hier mal das Modell von hinten an, weil hier gibt es auch noch einige Details zu entdecken. Zum Beispiel sieht man hier in der Mitte einmal den goldenen Chi-Kristall, um den dann gekämpft wird. Der sieht so aus, also ist halt so ein ganz normaler Kristall wie auch die anderen Chi-Kristalle, aber hier eben komplett in Gold. Und zum anderen haben wir noch zwei Räume, links einmal die Schmiede und rechts so einen Kontrollraum. Schauen wir uns erstmal hier links die Schmiede an. Bevor wir hier reingehen, hat man hier rechts noch einen Hammer und links hier ist noch ein Speer. Und in der Schmiede hat man hier hinten einmal den Ofen, da brennt auch schon das Feuer oder zumindest hat man ein bisschen Glut. Und hier links hat man noch einen Amboss und zudem gibt es hier noch eine Geheimtür, die hat man hier auf der Seite. Hier hat man nämlich ja so ein Felsteil, das man dann bewegen kann. Das kann man nämlich nach links hin aufschieben und dann hat man hier einen Durchgang oder einen Ausgang von der Schmiede. Und hier auf der anderen Seite, da hat man dann noch den Kontrollraum. Auch hier hat man rechts noch ein Speer. Daneben dran ist auch nochmal ein Aufkleber. Und hier links, da hat man noch einen leeren Clip. Da kann man dann, wenn man möchte, die Bewaffnung von demjenigen dran befestigen, der sich hier in dem Kontrollraum aufhält. Weil hier im Kontrollraum, da hat man einmal einen Sitz hier für eine Minifigur, dahinter noch ein Tisch und auf dem Tisch, da steht halt ein Monitor, da sieht man dann den Eingang von dem Tempel. Alle Räume hier unten sind dann auch durch so Durchgänge hier miteinander verbunden. Gut, und das waren dann auch schon wieder alle Details und Funktionen von dem Set. Schreibt mir sehr gerne mal eure Meinung zu dem Set unten in die Kommentare. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.